Ja, wir begrüßen euch Helden des Abwassers da draußen wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Natürlich diesmal zwei Wochen irgendwie verspätet. Daniel? Eine Woche oder nicht? Warum zwei? Ja, okay, ja. Also eine Woche waren wir nicht online, weil jemand von uns beiden Urlaub hatte. Ja, erzähl doch mal weg, Klaus. Wer kann sich denn jetzt hier einfach mal einen Urlaub nehmen? Ja, ich habe gesagt, ich brauche das einfach mal. Ich habe dich mal wieder getroffen, persönlich, letzte Woche. Und dann habe ich gedacht, davon brauche ich jetzt erstmal Urlaub. Das war das erste Mal dieses Jahr, wo wir uns gesehen haben übrigens. Ist echt so. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss sagen, es war wirklich richtig schön, auch dich mal wieder zu sehen mit Familie. Aber man hatte so das Gefühl, man hat sich trotzdem irgendwie immer gesehen. So war zumindest mein Gefühl. Gefühl schon, also es war so übertrieben. Aber ich meine, du hast ja auch eine sensationelle Terrasse, muss man ja sagen. Ne? Ich saß auf Daniels Terrasse, Leute da draußen. Ich saß auf dieser Terrasse und habe gedacht, das ist die geilste Terrasse, die ich je gesehen habe. Klaus hat erstmal auf der Terrasse gleich meinen jungen DWR-Stammtisch gehalten oder gemacht. Genau. Waren zwar nicht so viele dabei diesmal, aber war trotzdem sensationell. Ja, jetzt habt ihr alle was verpasst. Hättet ihr direkt mal die Terrasse sehen können. Wärt ihr mal dabei gewesen. Ja. Naja, deswegen, da waren wir dann eine Woche im Urlaub und die Kinder. Warst du im Urlaub? Ich war in Oberhof. Oberhof? Ach, da, wo auch Skispringen ist und so? Ja, ich war in diesem Hotel Ahorn. Das sieht auch aus wie zwei Sprungschanzen, so gegeneinander. Könnt ihr mal googeln, Hotel Ahorn, Oberhof. Ist zwar ein bisschen in die Jahre Firma gebaut, aber ist Klaus, immer noch... Klaus, du warst gerade kurz weg. Entweder lag das an mir mit der Internetverbindung. Fang nochmal an. Du warst im Ahorn-Hotel? Ahorn, das sieht so aus wie so zwei Sprungschanzen. Das ist zwar ein bisschen in die Kage gekommen und versprüht so ein bisschen einen Hauch des Sozialismus noch aus Ostzeiten. Aber ansonsten war das ganz, ganz okay. Aber Oberhof ist das, wer der Sozialismus erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ansonsten, wer das nochmal real life erleben will, der fliegt nach Kuba. Wer vielleicht auch nicht aus Dunkeldeutschland kommt, ja, oder nach Kuba. Ja, Kuba ist auch gut, aber auch das Hotel Ahorn ist auch gut dafür. Gut, Klaus. Interessant. Das hast du also gemacht. Hast du eine Woche Auszeit gegönnt? Ja, Familie muss mal sein. Ja, auf jeden Fall. Du siehst auch gut erholt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sehe immer gut aus, aber erholt bin ich auch mal. Ich finde auch gut, dass wir einfach nebenbei einfach mal essen. Hört man das? Ja, natürlich. Ach so, okay, dann höre ich jetzt auf damit. Ja, oder wenn du einfach Pause hast, wenn wir irgendwie einen Werbetrailer einspielen. Wir haben ja heute den ersten Werbetrailer, oder? Habe ich doch gerade gemacht. Ich habe doch gerade für das Hotel Ahorn Werbung gemacht. Ach so. Ich kriege dafür keine Kohle. Die haben mir richtig Asche gezahlt dafür. Bei unseren 100 Followern hier. Haben wir also ihr müsst jetzt alle da buchen quasi und dann euch auf den Abwassertalk beziehen und sagen, also für jeden, der da bucht, kriegen wir zusammen hier 100 Euro. Ja, unter dem Rabattcode Hashtag Abwasser, ne? Also das ist, nein, ist Quatsch, aber könnt ihr trotzdem mal machen, mal sehen, was passiert. Einfach mal Abwasser ein. Einfach mal Abwasser als Buchungscode eingeben, dann mal gucken, was passiert. Nein. Ja, haben die eigentlich einen Fettabscheider? Hast du mal nachgefragt, ob die einen Fettabscheider haben? Ja, ich habe das sogar gesehen. Ich war im siebten Stock. Morgens hast du immer so über den ganzen Thüringer Wald gucken können. Das war ein schönes Hotel, mitten da oben auf dem Berg. Und dann habe ich von oben rausgeguckt und dann stand unten der Kanalspülfahrzeug stand unten und hat den Fettabscheider gereinigt. Habe ich gesehen. Okay, cool. Also von daher, ich gehe davon aus, dass das der Fettabscheider war, aber die haben das gereinigt an dem Tag. Übrigens, Klaus, ich sehe hier gerade, wir haben jetzt mittlerweile 150 Abonnenten auf Instagram. Echt? Ja. Krass. Das ist noch zu wenig. Also wer jetzt das hört hier, ne, und noch nicht Follower ist bei Instagram, ne, oder bei YouTube, dann hittet mal den Like-Button hier kurz, damit, weil wir kriegen ganz viel Geld von YouTube dafür. Ja, wir wollen ja irgendwann mal auch mal Geld damit verdienen und wenn ihr dann alle die Werbung eingespielt kriegt hier vorher, dann werden wir reich. Im Moment kriegt man eigentlich jetzt schon Geld? Nee, kriegen wir noch nicht. Da muss man irgendwie 10.000 Follower haben oder so, ne? Ja, das schaffen wir. Also dieses Jahr wird das noch was, denke ich. Also wenn ihr uns alle liked und followt, dann werden wir reich und dann können wir uns auch besseres Equipment und mehr schöne Frauen leisten als Gäste. Mehr Zeit. Oder Männer. Zeit. Oder diverse. Nee, pass auf. Mehr Zeit, intensivere Recherchen, all das. Können wir uns dann selbstständig machen damit. Ne? Ja, Daniel, und dann habe ich natürlich auch Post bekommen.
nach meinem Urlaub und dann kam die neue Karre raus. Ach, du hast Post bekommen. Ja, am Freitag kam die an bei uns zu Hause und ich habe sogar 10 Exemplare von der Betriebsinfo gekriegt und 50 Euro habe ich gekriegt für meinen Beitrag. Krass, ey. Ich habe den ja schon gelesen, ne? Ich war ja fleißig jetzt, wo du Urlaub gemacht hast und deinen Arsch in die Sonne gestreckt hast. War eigentlich gutes Wetter? Hattet ihr gutes Wetter? Mein Arsch in die Sonne gestreckt hat. Ja, wir hatten Sensationswetter. Okay, ein Tag war verregnet, aber da waren wir im Meeresaquarium in Zellamelis. Kann man sich nicht vorstellen, im Thüringer Wald. Da gab es aber Haie und das ist natürlich für meine Tochter das Beste, weil Haie und Dinosaurier sind geil. Ne? Da gab es Haie und Krokodile. Krokodile sind nicht so geil, obwohl das eigentlich auch Dinosaurier sind, aber naja. Essen Saurier eigentlich Menschen oder Leute? Hä? Okay. Das ist eine Frage, die wir mal zurückstellen. Wie, Saurier essen Menschen oder Leute? Nee, ist eine kleine Nebenanekdote, die erzähle ich irgendwann anders mal. Gut. Aber wie war es denn? Also, du warst ja jetzt in dem Hotel Ahorn, ne, richtig? Hast einen Fettabscheider gesehen, habe ich hier deinen Artikel gelesen, auch über Fettabscheider. Erzähl doch mal, was sind überhaupt Fettabscheider? Das ist unsere Kategorie, oder? Abwasser einfach geklärt. Ne? Genau. Fettabscheider baust du als Gastronom ein. Hat übrigens der Reichsarbeitsminister eingeführt in den 40er Jahren. Mir wurde ja gesagt, dass wir zu schlecht recherchieren manchmal und dann so Vermutungen anstellen. Wir sollen so 10 Key Facts für unseren Podcast mal recherchieren. Schöne Grüße, Sascha, von uns aus hier. Und jetzt habe ich mal recherchiert. Also der Reichsarbeitsminister hat in den 40er Jahren 1941 per Dekret für das ganze Deutsche Reich damals, also auch Mähren und Schlesien und so weiter, was da alles noch dazugehört hat, eingeführt die Fettabscheiderpflicht. Und zwar für Kommunen über 100.000 Einwohner ist bei gewerblichen Gastronomiebetrieben ein Abscheider einzubauen. Das war sogar in den 30er Jahren festgelegt worden. Und seitdem gibt es das überhaupt. Ja, und was macht so ein Abscheider? Ein Abscheider ist dazu da, bestimmte Stoffe, die schwerer oder leichter sind, als das Abwasser herauszufiltern, mehr oder weniger. Zum Beispiel Fett oder Schlamm oder Amalgamabscheider gibt es zum Beispiel auch. Bei den Zahnärzten ist im Spül von den Zahnärzten eingebaut, damit das Amalgam nicht in den Abwasserkreislauf kommt. Oder Stärkeabscheider gibt es auch, ist auch noch was Spezielles. Ja, die sind von bestimmten Unternehmen einzubauen und zu warten und auch dementsprechend zu betreiben. Genau. Das erste Mal, als ich damit konfrontiert wurde, das war, ich weiß nicht, vor 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, 4 Jahren vielleicht, da habe ich so einen Artikel gelesen, ich glaube, das war sogar im Fokus, dass irgendwie ein riesiger Fettklumpen die Kanalisation von London verstopft hat. Kennst du den Artikel noch? Der Klumpen heißt Fatty McFatburg. Sascha, ne? Faktencheck, ne? Fatty McFatburg heißt der Klumpen. Und dann denkt immer, dass die, weil das ist ja in Deutschland immer so, oh, die Engländer haben Klumpen im Kanal. Aber eigentlich war das eine Twitter-Werbeaktion der Thames Water, der Londoner Entwässerungsbetriebe. Und zwar haben die einen riesigen Fettberg im Kanal gehabt und haben den auf Twitter einen Namenswettbewerb dazu gemacht, zu diesem Fettberg. Das haben die deswegen gemacht, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Das hat mega gut funktioniert. Also wenn wir sogar in Deutschland darüber überall diskutiert haben, war das natürlich ein geiler Erfolg. Ne? Und das sollte einfach aufmerksam machen, Fett gehört nicht ins Abwasser. Von daher denkt man immer, ja, die Engländer haben überall Fett, aber ich würde wetten, dass wir auch in Deutschland Fettberge im Kanal haben, die nur keiner kennt. Mhm. Ja, so wurde ich das erste Mal mit Fett im Kanal konfrontiert. Ne? Und natürlich bei irgendwelchen Pumpwerksgeschichten, wenn man jetzt Besichtigungen macht und dann ins Pumpwerk reinguckt, sieht man meistens auch so eine fettige Wand oder teilweise sogar richtige Schwimmschichten, die dann richtig fest werden. Hm. Neulich habe ich vom Kanalnetzbetreiber relativ lustige oder nicht so lustige Geschichte gehört. Und zwar haben die bei dem größten Hotel in dem Ort einen Fettabscheider damals installiert, auch noch relativ neu gewesen. Und irgendwie hat so ein Fettabscheider ja einen Zu- und einen Ablauf und dann irgendwie fließt da noch was rein und eine Entlüftung, ne? So war das doch, ne? Und irgendwie wurde das so falsch angeschlossen bei dem, dass ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren sollte, dass praktisch das, was reingelaufen ist, direkt in den Auslauf gegeben wurde. Das kann eigentlich nicht passieren. Das kann nicht passieren, aber so hat er es mir beschrieben.
Das kann nur dann passieren, glaube ich, wenn man den Fettabscheider falsch rum anschließt. Genau, genau so war es. Das meinte er auch. Hatte ich in meiner Ausbildung damals hier zum Sachverständigen auch, zum Sachkundigen, hatte ich das auch, dass solche Fehlerbilder zum Beispiel da gezeigt wurden. Das kann nur zeigen, wenn du den falsch rum in die Erde setzt und den Abfluss zum Zulauf machst und dann kann das einfach durchfließen. Weil ja so eine Prallschicht ist im Ablauf, wo das Fett eigentlich nicht drüber kann. Muss ja einmal runter und wieder hoch. Mhm. Hast du jetzt eigentlich schon erklärt, wie das funktioniert, oder? Naja, was ist das? Das ist mehr oder weniger ein Becken. Das Abwasser von der Küche fließt da rein, also beim Fettabscheider jetzt zum Beispiel, das Abwasser von der Küche fließt da rein, hat erstmal eine Vorkammer oder eine, ist integriert manchmal in die Fettkammer auch. Dann sinken die schweren Stoffe nach unten ab, dann sind zwei Prallwände quasi und die schweren Stoffe sinken nach unten und dann fließt das ganz langsam durch den Fettabscheider durch und muss wieder nach unten und wieder nach oben. Und dabei schwimmt auf der Oberfläche von dem Fettabscheider oben das Fett auf und das Wasser kann unterhalb der Fettschicht wegschwimmen. Das heißt, der Ablauf ist immer getaucht. Mhm. Dadurch hat man quasi schwere Sachen fallen unten raus, das ist Schlammabfall und oben schwimmt das Fett auf, das auch nicht zurück in den Kanal kann. Damit will man eigentlich verhindern, dass Fette den Kanal verschmutzen und Fettberge halt entstehen. So funktioniert das. Es ist auch funktioniert ohne Strom. Und rein dadurch, dass Fett leichter ist und Schlamm schwerer ist. Dadurch, dass das Wasser ganz langsam da durchgeleitet wird. Das hat natürlich mehrere Probleme mit sich. Man muss das betreiben, man muss den auch mal leeren und warten. Sonst läuft der nämlich über. Gibt's auch alles, habe ich auch schon alles erlebt. Und es kostet natürlich auch Geld für den Betreiber und muss natürlich dann für die vom Kanalnetzbetreiber auch überwacht werden. Ja, hat auch das Problem, warum habe ich mich damit beschäftigt? Vielleicht, wer den Artikel mal lesen will, KA Betriebsinfo. Ich habe meine Masterarbeit auf Geruch aus Fettabscheidern geschrieben. Ich wollte halt wissen, warum stinkt so ein Ding manchmal, wo stinkt das und ist das ein Problem bei jedem Fettabscheider oder nicht? Deswegen. Klaus, weißt du, was ich damals extrem interessant fand bei dir? Da warst du noch gerade in deiner Recherche, ich weiß nicht, wie weit du jetzt damit gekommen bist. Vielleicht lässt du dir das auch als Doktorarbeit übrig. Und zwar ging das um die Emulgatoren und Deemulgatoren. War das richtig oder falsch gerade, was ich gesagt habe? Emulgatoren und Deemulgatoren. Damals, da hattest du ja noch nicht den Ernährungskompass gelesen und warst dann ganz häufig bei McDonald's, oder? Wollen wir noch Ernährungskompass noch Werbung machen? Ja, haben wir doch schon. Jetzt komm. Kann ich auch nur sagen, geiles Buch, lest euch das durch. Daniel hat schon 50 Kilo abgenommen und ich 20. Naja, das stimmt nicht. Mir stimmt's. Okay, Klaus, wieder ein bisschen dichter ans Mikrofon. Und zwar, erzähl doch mal, willst du dir das Thema noch aufheben für die Doktorarbeit oder willst du darauf jetzt nochmal ein bisschen eingehen? Ich fand das damals sehr interessant. Naja, vielleicht gehen wir erstmal auf diesen Artikel ein, den ich da geschrieben habe, zu Fettabscheidern. Vielleicht kann man das so mal als Geschichte erzählen. Vor 10 Jahren habe ich mal bei meiner Firma jetzt angefangen, Unitechnics, und da war ich dann in einer Kurstadt in Deutschland. Ich sage mal lieber die Stadt nicht, dann sind die sauer. Habe ich mein allererstes Projekt, wo ich war, war ich in der Kurstadt. Und da hat es vor einem Juwelier, das war so ein richtig edler Juwelier, nicht Cartier oder so, aber irgendwas in dieser Kurstadt. Und da gehen dann die reichen Leute einkaufen. Genau vor der Tür, also genau vor der Tür war ein Abwasserschacht, ne? Genau vorm Eingang. Und dreimal am Tag hat es da richtig heftig rausgestunken. Das musst du dir vorstellen, da will einer gerade für 2 Millionen Euro so ein Diamantenkollier kaufen. Und dann stinkt es da raus. Und dann kam ich dahin. Der Kunde hat gesagt, stinkt's raus und so weiter. Und dann haben wir da so einen Geruchsfilter eingebaut. Da wusste ich das noch nicht besser, ne? Und nach, über die Jahre, habe ich dann mit dem Kunden immer wieder zu tun gehabt. Und haben gesagt, wir messen da jetzt mal, haben die ganze Stadt durchgemessen. Und irgendwann stand ich dann vor so einem Hotel. Und haben gesagt, da drin ist eine Hebeanlage. Da muss irgendwie hier stinkt. Das haben wir gemessen. Ja, aber die Hebeanlage hat doch nur 2 Meter Druckleitung danach, ne? Also kann eigentlich nicht so gammeln. So, dann sind wir in den Keller gegangen und dann stand da ein Fettabscheider vor der Hebeanlage. Also muss man sich so vorstellen, in Deutschland gibt es ja eine Norm, die definiert, dass ein Fettabscheider gegen Rückstau gesichert werden muss. Das heißt, wenn es im Kanalnetz das Wasser aufstaut, hatten wir ja schon mal in vorigen Folgen, ich glaube Folge 4, rate ich jetzt einfach mal, hört euch einfach alle anderen Folgen an, dann wisst ihr, was Rückstau ist. Und jedenfalls, wenn das Rückstau ist, staut es ja zurück in den Fettabscheidern, dann wird das ganze Fett ausgespült. Und deswegen muss in Deutschland ein Fettabscheider gegen Rückstau gesichert werden. Und das macht man normalerweise mit einer Hebeanlage.
Jedenfalls hat diese Hebeanlage dreimal am Tag eingeschaltet und das Abwasser von diesem Hotel, Riesenhotel übrigens, ins Kanalnetz dieser Kurstadt übergeben. Und da hat es in der ganzen Stadt gestunken. Und das Hotel, was sich am meisten beschwert hat, war das Hotel mit dem Fettabscheider. Die haben sich immer bei der Stadt beschwert, bei uns im Kanal stinkt's, bei uns im Kanal stinkt's. Und dann haben wir dann immer rausgefunden, dass es das Hotel selber ist. Und dann seitdem gab es keine Beschwerden mehr. Und der Fettabscheider wird besser betrieben, oder? Es ist heute übrigens immer noch so. Das heißt, 10 Jahre, ich kenne das Problem, es ist nie beseitigt worden. Diese Gase, die da entstehen, sind auch, also der Fettabscheider ist ganz, ganz okay. Es liegt eigentlich daran, dass das Fettabscheider heute nicht mehr so funktioniert, wie der Reichsarbeitsminister das in den 30er Jahren, 1930, haben wollte. Das Abwasser ist ja auch allgemein viel fetthaltiger geworden, oder? Ja, also das Grundproblem ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal in die 30er Jahre zurückversetzt, gab es damals schon Spülmaschinen? Gab es damals schon Metzgereieinkauf, wo man im Großeinkauf tiefgekühlte, geschnittene Möhren einkaufen konnte und die nicht selber spülen und waschen musste? Gab es damals schon hochemulgierende Reinigungsmittel, weil das Abwasser teuer ist und im Kreis gefahren wird in der Spülmaschine? Gab es damals schon, ja, das Ganze, dass man nicht mehr selber gekocht hat, ne? Dass man einfach alles zukauft? Und das sind eigentlich die Gründe heutzutage, warum die Norm, die in den frühen 20. Jahrhundert mal entwickelt wurde, heute nicht mehr gilt. Das heißt, für die normalen Praxisanwendungsfälle, wo heute Fettabscheider eingebaut werden, das ist gar nicht mehr der Anwendungsfall. Wir haben einfach eine hochemulgierte Suppe, die sich nicht mehr abspaltet und die dann einfach zu gammeln anfängt im Fettabscheider und dann auch den Kanal trotzdem verstopft. Das war eigentlich der Inhalt meiner Masterarbeit. Da habe ich eigentlich rausgefunden, wenn man so einen Fettabscheider reinigt, 3 Tage nach der Reinigung stinkt der wieder wie vorher. Dann kannst du brauchst ihn ja nicht reinigen, oder? Genau, und dann gab es in der Fachwelt das Thema, wir müssen öfter reinigen, dann haben die den zu falsch vermessen, dann gibt es bestimmte Fachverbände, die dann sagen, die Belüftung ist nicht richtig ausgelegt. Und das habe ich halt alles überprüft und habe dann verschiedene Fettabscheider nachgerechnet und habe dann festgestellt, nee, das ist alles richtig. Es ist bloß einfach der Betrieb anders. Heute haben wir fast nur noch Spülbetrieb. Das heißt, der Hauptwasserproduzent ist die Spülmaschine. Und die führt aber Wasser immer im Kreis. Und damit das funktioniert, musst du halt ein hochemulgierendes Reinigungsmittel haben. Sonst kannst du nicht Wasser mehrmals verwenden. Das bedeutet, die Fette lösen. Genau, die Fette, die gehen mit dem Wasser so eine starke Bindung ein, dass sie gar nicht mehr, gelöst werden können oder aufschwimmen können. Na, wie eine Milch zum Beispiel. Milch ist auch eine Emulsion, ne? Ja. Milch hast du Fett. Fett, was gebunden ist in dem Wasser. Durch verschiedene Enzyme und so weiter ist das in dem Wasser gebunden. Und deswegen ist Milch auch eine Emulsion, aber eine stabile Emulsion. Das heißt, es trennt sich nicht. Ne? Mhm. Genauso ist das mit dem Abwasser dann auch. Das sieht richtig wie milchig aus, ne? Wenn du dann im Ablauf von so einem Fettabscheider stehst und das Wasser rausläuft, dann kommt da hoch, also milchiges Abwasser raus. Und das sagt mir eigentlich, da kann die Abscheidewirkung gar nicht funktionieren. Die Norm selber sagt ja zum Beispiel aus, ist auch interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, die Normen heute, der Fettabscheider, sind noch so aufgebaut, dass Sascha übrigens, die 1825-1, ne, DIN EN, Faktencheck, also die Norm sagt zum Beispiel aus, nimmst eine Kanne Wasser und eine Kanne Öl, kippst sie zusammen und musst sie durch einen Fettabscheider leiten und dann darf der Fettabscheider am Ende kein Öl ausspucken. Ne, das trennt sich aber super, ne? Öl und Wasser, kann sich jeder vorstellen, trennt sich super, aber das, was wir heute in solche Fettabscheider einleiten, das trennt sich einfach nicht mehr. Deswegen sind die eigentlich sinnlos. Und der Betreiber von Fettabscheidern, also die Gaststätte, sagt dann zum Beispiel, ja, warum soll ich den denn reinigen? Ist doch gar kein Fett drin, oben in der Fettschicht. Weil sich es einfach nicht trennt. Also es ist ein ganz komplexes Problem. Und die Endaussage meiner Masterarbeit war, ich bewundere das Problem, habe aber noch keine Lösung. Wow. Geil, oder? Aber jetzt mal die Fette, wenn die in eine Emulsion eingegangen sind. Schleppen die sich bis zur Kläranlage dann durch oder werden die schon im Pumpwerk oder so? Wann trennen die sich wieder auf? Weiß man das schon? Oder? Es gibt verschiedene Einflüsse darauf. Ein großer Einfluss ist wahrscheinlich die Temperatur. Umso kälter das wird, umso weniger Fett kann das Wasser binden. Das heißt, im Kanal wird es ja vielleicht ein bisschen kühler. Im Fettabscheider ist ja noch recht warm. Dann auch der pH-Wert ist ein großer Faktor. Wenn man Säuren reinbringt, deemulgiert das auch wieder eher. Also es kann zum Beispiel auch kommen, dass im Kanal dann verschiedene
Fabriken dann ihr Abwasser zusammenbringen und erst dann sich das Ganze trennt und dann solche Fettberge entstehen. Okay. Das baut sich irgendwann spontaner Effekt. Es ist aber auch so, dass bestimmte Stoffe einfach bis zur Kläranlage durchschwimmen und das gar kein Problem verursachen. Ne? Wenn die Emulsion sich nicht auflöst, dann ist doch egal. Lass es einfach durchschwimmen und durch die Bakterien in der Kläranlage zu Gas machen. Geht auch. Mhm. Also fürs Abwasser ist das kein Problem. Das ist ein reines Betriebsproblem für Kläranlagen beziehungsweise ein Nasenproblem für Anwohner. Interessant. Also ich finde das auch total spannend. Das Geile ist, wenn du dann mit verschiedenen Professoren darüber sprichst, als Laie, und dann merkst, da gibt es gar keine Ahnung in der Fachwelt zu dem Thema. Das ist geil, wenn ihr da draußen mal irgendwie euch spezialisiert auf irgendwas und einfach Fragen stellt. So war das bei mir. Ich hatte dann ein Geruchsproblem und sagte, ja, warum stinkt jetzt dieser Fettabscheider, wo ich vor 10 Jahren damit angefangen habe? Und dann haben mir verschiedene Leute gesagt, die reinigen nicht häufig genug. Da habe ich gesagt, okay, reinige ich häufiger und messe dann nach. Funktioniert ja gar nicht. Nach und nach filmt man dann raus, dass es gar kein Interesse gibt, dieses Problem zu lösen, weil niemand das wirklich verstanden hat, was da passiert. Das ist total krass. Also ich finde das total, ich bin total begeistert von Abscheideanlagen. Also seitdem ich das gemacht habe, finde ich einfach total geil. Also du bist der Abscheider, Bobby. Nö, das nicht. Es gibt bestimmt Leute, die sich da besser auskennen als ich, aber ich finde einfach das Problem toll, weil überall, wo du hinkommst, keiner kennt sich damit aus. Und dadurch, dass du, weißt du, so wie der Blinde unter, der Einäugige ist unter dem blinden König. Und ich laufe immer so durch die Gegend. Das seht ihr jetzt nicht, muss mir das Auge zuhalten, ne? Also der Einäugige unter dem Blinden. Also es ist schon interessant, wie wenig Interesse auch daran gibt, ne? Also der Betreiber des Fettabscheides ist ja meistens ein Gastronomiebetrieb. Der selber hat ja ist ja kein Abwasserfachmann, ne? Der betreibt halt einen Abscheider, weil es ihm auferlegt ist. Der hat dann mal Interesse daran, erstens, wenn es mal stinkt, weil seine Gäste belästigt werden oder wenn das Ding mal verfettet oder wenn er dann Geld dafür bezahlen muss. Ne? Aber das nimmt er halt hin und macht es halt. Dann gibt es den Eigentümer vom Fettabscheider, also den, der vielleicht verpachtet die Gaststätte. Der hat dann vielleicht ein Interesse, wenn dieser Fettabscheider durch seine Abgase, ne, die Schwefelwasserstoff, was da drin entsteht, die ganzen Hausanschlussleitungen kaputt macht. Aber der weiß ja gar nicht, dass es wegen dem Fettabscheider ist. Der denkt, das ist normal, das muss so sein. Also renoviert der alle 10 Jahre seine Gussleitungen im Kanal, im Haus, für teuer Geld. War ich schon mal in einer großen deutschen, süddeutschen Großstadt, in einem großen Hochhausgebäude, und dann stand unten im Keller genau wieder so ein Fettabscheider. Gegenüber war ein Börsengebäude, eine große deutsche Börse, und der Fettabscheider hat genau vor die Tür von dieser Börse das Abwasser gepumpt. Ne? Da kennt man ja den Spruch. Ne? Wie hieß der Spruch? Daniel, haben wir gelernt. Pecunia non olet. Ne? Geld stinkt nicht. Mhm. Ne? Und da war es halt so, dass es immer vor dem Eingang von dieser Börse gestunken hat. Und die haben sich natürlich dann bei der Stadt beschwert. Und dann stand ich im Keller von dieser großen Bank, die gegenüber von dieser Börse ist. Und sagte, naja, diese Gase, die da entstehen, die zerfressen ja Metalle und Beton. Biogene Korrosion nennt sich das auch, ne? Also da werden Säuren entstehen, Schwefelsäure, und die frisst halt sich durch alles, was nicht säurebeständig ist. Unter anderem sind Entlüftungsleitungen früher sehr oft in Guss gebaut worden, Gussleitungen, weil die brandschutzbeständig sind, ne? Wenn es brennt, Gussleitungen brennen nicht. So. Und dann habe ich halt gesagt, naja, wenn ihr jetzt hier nicht mal das Geruchsproblem euch nimmt, sondern ihr habt ja einen Fettabscheider, das ist ja eurer. Und wenn das dann hier euer Haus voll stinkt, dann geht das ja auch kaputt. Also mit Korrosion haben wir keine Probleme, haben die dann gesagt. Naja, wir haben jetzt gerade im 12. Stock das ganze Bad saniert, weil die Leitungen korrodiert waren. Oh! Das ist ein geiler Effekt, dass du dann so, oh, wenn wir das im 12. Stock gemacht haben, das hat ja nur ein paar 10.000 Euro gekostet, und wir haben ja nur ein 20-stöckiges Hochhaus, ist ja dann egal. Dann sind wir oben aufs Dach gegangen und oben die Entlüftungsleitung über Dach war total zerfressen von Korrosion. Ja, also das ist das Problem, was der Eigentümer hat, der natürlich dann teurere Kosten hat. Der Kanalnetzbetreiber hat damit, der sagt immer, der hat eher weniger mit zu tun, weil er ist ja für Fettabscheider nicht zuständig. Das ist übrigens seit den 90er Jahren so, da wurde das überall privatisiert. Vorher haben ja die Kommunen immer selber noch die Überwachung der indirekten Leitung und die Leerung übernommen. Dann wurde das in den 90ern, wie gesagt, privatisiert.
Und seitdem gibt es auch die Fachkompetenz bei den Kommunen nicht mehr so stark dazu. Also diese ganzen, was ich jetzt beschreibe, ist ja alles mal bekannt gewesen. Nur jetzt halt nicht mehr, weil die Leute, die damals zuständig sind, gibt es ja nicht mehr. Die sind alle in Rente. Ja, und der Betreiber hat damit nur insofern zu tun, dass es mal Geruch im Kanal gibt. Oder ein Fettberg oder Korrosion. Dann gehen sie mal auf aufwendige Suche danach. Die Hersteller selber verkaufen die Fettabscheider. Die haben auch kein Interesse, ein laufendes System, wird ja überall eingebaut, in Frage zu stellen, weil sie damit Geld verdienen. Ja, und das ist kein sexy Thema für die Wissenschaft, weil keiner Interesse hat, daran Geld zu investieren. Und schon? Da kommst du ins Spiel. Komme ich ins Spiel. Weil wir ja Experten für Geruch sind und uns damit kümmern. Und ich einfach so toll fand, dass ich das mal rausgefunden habe, warum es überall stinkt. Und das Geile ist ja, wenn du dann das mal verstanden hast, warum das stinkt, dann gehst du auf einmal so durch. So, kennst du diese, ist wieder eine Filmreferenz, kennst du A Beautiful Mind? Na klar. Den Film? Das ist einer meiner Lieblingsfilme, ja. Wo er so vor einer Wand mit Zeitungsausschnitten steht. Ja. Und so ist das bei mir mit der Deutschlandkarte dann gewesen. Ich hatte dann so die Erkenntnis und dann flog auf einmal damals in Augsburg der Fettabscheider vom Landgericht. Ah ja, der Kaufhof in München. Ah, in Karlsruhe Siemens. Das habe ich ganz viele Sachen genannt. Es gibt auch noch andere große Automobilfirmen. Die waren schon wahr. Und es gibt auch noch andere große Automobilfirmen, wo das auf einmal, wo ich dann hinterher denke, ach, deswegen hat das damals gestunken. Und da war das auch und da auch. Ich sage, 50% aller Geruchsprobleme mindestens sind fettabscheiderbasiert in Deutschland, besonders in Großstädten. Mhm. Und dadurch, dass das keinem bewusst ist, macht man mehr irgendwas, um das zu vermeiden, anstatt die Ursache kennenzulernen. Mhm. Und das ist schon beeindruckend, dass wo so viele Leute in diesem Thema arbeiten, dass sich damit eigentlich fast niemand auskennt. Aber es ist ja eigentlich, ich verstehe das immer so, dass eigentlich ein Anaerobreaktor, der praktisch auch nicht belüftet wird, wo das Abwasser eine Zeit lang aufgehalten wird, wie eine Druckrohrleitung. Genau. Wasser hat eine große Aufenthaltszeit. Wie ist das Wasser da drin? Eher warm oder eher kalt? Na, warm, ganz warm. Haben wir eher viel CSB, also Kohlenstoffbelastung, viel Nahrung? Haben wir eher lange oder kurze Aufenthaltszeiten? Lang. Und so weiter. Und ihr seid ja alle Helden des Abwassers. Ihr wisst ja, was passiert, wenn ihr euer Belebungsbecken mal einen Tag nicht belüftet, oder? Stellt euch mal die Frage. Dann wird es zum BOP. Dann wird es zum BOP und wenn BOP vorbei ist, dann wird es zum Bioesulfat. BOS. Und dabei entsteht Sulfid, Leute. Wer das mal genauer wissen will, der schreibt uns in die Comments, wenn ihr noch was über Sulfid hören wollt und wir euch erklären sollen, wie Sulfid zu Sulfat beziehungsweise zu H2S wird und andersrum. Dann wird Daniel euch das erklären. Klaus, mal eine andere Frage. Kannst du irgendwie so einen Fettabscheider, wir waren ja jetzt noch bei der Kategorie Abwasser einfach geklärt, so einfach, hast du da einen einfachen Vergleich, womit man das vergleichen kann bei uns? Ist das so wie... Du stellst Fragen, ne? Ein einfacher Vergleich für einen Fettabscheider. Ich habe immer wieder mein Latte Macchiato vor Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo oben mein Milchschaum ist, das ist das Fett, unten setzt sich der Schlamm ab. Und in der Mitte, also unten ist dann praktisch immer der Espresso drin. Und in der Mitte habe ich dann so eine milchige Brühe, die dann abgeführt wird. Ich werde nie wieder Latte Macchiato trinken nach der Beschreibung, ey. Ja, nee, das ist keine Ahnung. Was kann man da als Beispiel nehmen? Das ist halt ein Phänomen, ne? Das Thema Fettabscheider. Ja. Ihr da draußen in der Community, wenn ihr einen guten Vergleich habt, schreibt uns mal das in die Comments. Das ist eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Schreibt mal was in die Comments. Und außerdem sollt ihr uns ja liken. Wir wissen genau, wer uns zuhört, weil wir haben mit der NSA einen Vertrag. Und die sagen uns, wer jetzt nicht geliked hat von euch. Und genau, dann disliken wir euch. NSA nochmal für alle. Notstromaggregat war das, ne? Haben wir ja in Folge, keine Ahnung, 10. Oder Nationales Sicherheitsamt. Auch ein geiles Buch von Andreas Eschbach. Bitte lesen. Ey, wie viele geile Empfehlungen wir euch hier schon gegeben haben, diese Folge, ey. Unglaublich. Ja, NSA, unglaublich. Wirklich ein gutes Buch, fängt schon mit dem Schocker an. Lest euch das Buch durch, geiles Ding. Wirklich geiles Buch. Mhm. Geht darum, was, wenn Adolf schon einen Computer gehabt hätte. Darum geht es in dem Buch. Also lest euch das durch, ist echt gutes Buch. Andreas Eschbach ist allgemein ein guter Autor. Auch $1 Billion kann ich nur empfehlen. Oder Ausgebrannt, super Buch. Ja, es sind wirklich gute Bücher. Ja, höre ich mir bei Gelegenheit an. Ich habe noch drei andere auf der Merkliste und danach kommen dann gleich die. Gut. Wollen wir weitermachen, Andreas, Klaus? Andreas Eschbach, wenn du das hörst, ich bin großer Fan.
Ich hätte gern einmal ein Autogramm von dir. Dankeschön. Ich glaube, der hört das. Ich glaube, das ist wahrscheinlich. Ich hoffe mal. Ich glaube, das ist einer von dem Abwasserhelden. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Wenn jemand von euch den kennt, bitte ihm das ausrichten. Geiler Autor. Okay, nächstes Thema. Nein, also wir wollten ja Abscheider diesmal so als Thema machen. Was ist denn jetzt die Lösung eigentlich? Ne? Also ich weiß, du hast jetzt in deiner Masterarbeit geschrieben, okay, es gibt keine Lösung, aber irgendwie musst du dich, da muss es doch eine Lösung geben. Die Frage ist, welches Problem habe ich? Es gibt bei Fettabscheidern verschiedene Probleme, die auftreten können. Also ein großes Problem, warum man eigentlich einen Fettabscheider hat, ist, dass der Kanal nicht verfettet. Das Problem ist, dass oft, wie gesagt, das Wasser einfach emulgiert ist und als Milch durchläuft. Das kann ein Problem später im Kanalverlauf sein, gerade dann, wenn man Stauraumkanäle betreibt oder Pumpwerke hat. Da kann sich dann Fettschichten bilden. Die Lösung für dieses Problem ist eigentlich nur möglich, entweder man akzeptiert das, weil man weiß, dass man auf verschiedene Fettabscheiderbetreiber zugehen muss und die alle in Anführungsstrichen erziehen muss, dann akzeptiert man das Problem oder man geht zur Ursache. Das heißt, man muss jeden einzelnen Betreiber aufsuchen und Überprüfung machen. Verschiedene Kommunen machen das ja, dass die den Auslauf vom Fettabscheider beproben und dann unter 300 Milligramm Faktencheck, Sascha, 300 Milligramm pro Liter Fett, beziehungsweise es gibt auch Großstädte, die 100 Milligramm lipophile Stoffe, also lipophile Stoffe nennt man das, wie viel Lipo, also Fett, drin ist, 100 Milligramm pro Liter darunter sein müssen. Meine Erfahrung bei den Fettabscheidern, die ich beprobt habe, waren wir immer weit drüber. Ja, also aber das kann man zum Beispiel beproben und dann kann man Auflagen machen dem Einleiter, dass er das in den Griff zu kriegen hat. Spezielle Reinigungsmittel benutzen und so weiter. Kann man in den Griff kriegen, aber gerade wenn man Saisonbetrieb hat, also nicht dauernden Betrieb, ist das sehr schwer für den Betreiber und gerade für kleinere Betreiber sehr, sehr schwer einzuhalten. Wann brauchen eigentlich Gaststätten einen Fettabscheider? Also die alte TGL-Norm, Sascha, ab 200, ne, die TGL-Norm ist die DDR-Norm, technische Grundlagen, egal, das ist auf jeden Fall die TGL-Normen der DDR früher haben das klar gesagt, 200 warme Essen pro Tag. In der DWA-Norm ist das nicht klar festgeschrieben. Die aktuelle Norm 128-1-2 beziehungsweise 440-100, schöne Grüße Sascha, schreiben dort nichts vor, da steht eigentlich nur drin, wer gewerblich Gastronomie betreibt, hat einen Fettabscheider einzubauen. Das kann man so interpretieren, wie man will. Die meisten Kommunen machen das so, dass sie eine Grenze für sich festlegen. Wie gesagt, im Osten ist das weitläufig 200 Essen am Tag. In anderen Großstädten in Westdeutschland ist das 80, 120, ich kenne 150, ich kenne auch 50. Das ist, jede Kommune legt das für sich in der Satzung fest, wenn überhaupt was in der Satzung festgelegt ist. Also TGL bedeutet die technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen. Genau, das wollte ich sagen. Ja, interessant. Okay, also 200 war es damals. Jetzt heißt es, ist individuelle Sache dann vom Satzungsrecht, vom Wasserverband oder Abwasserentsorger? Der Abwasserentsorger kann das halt festlegen und kann mehr oder weniger individuell pro Betreiber von so einem Fettabscheider festlegen, wie der zu handeln hat. Wenn er einen hat, der sich gut verhält, kann er dem auch andere Auflagen machen als jemand anders. Was würdest du denn empfehlen? Was ich empfehlen würde, ist, ich würde mir als Kanalnetzbetreiber alle Fettabscheider raussuchen, die ich habe. Würde eine Befahrung, im Rahmen der Befahrung rausfinden wollen, ob ich Fettablagerungen im weiteren Betrieb der Fettabscheider habe. Wenn ich das nicht habe, würde ich vielleicht noch, das kann ich auch mal machen, einmal alle Fettabscheider in ein Messgerät reinhängen für eine Woche. So ein H2S-Messgerät, Schwefelwasserstoff. Und dann würde ich mir die Frage stellen, habe ich Fettablagerungen? Dann würde ich einen Fettabscheider mal anschauen. Habe ich Geruchsemissionen? Dann würde ich mir das anschauen. Wenn ich beides nicht habe, würde ich gar nichts handeln. Ne? Ich würde zum Beispiel mir auch Gastronomiebetriebe raussuchen, die noch keinen Fettabscheider haben. Und würde mir auch da nach dem Einleitung anschauen, ob ich dort Ablagerungen habe in größerer Ordnung.
nach diesem Betrieb. Und wenn ich dort keine Probleme habe mit Fettablagerungen, würde ich auch dort nicht handeln. Es ist durchaus im Rahmen meiner Masterarbeit auch so gewesen, dass wir einen Kanalnetzbetreiber mich da unterstützt hat. Und der wollte wissen, muss ich denn jetzt den Leuten, die noch keinen Fettabscheider haben, unbedingt einen empfehlen? Und da war genau das Problem. Also die, die keinen Fettabscheider hatten, hatten auch keine Fettablagerung im weiteren Kanalverlauf. Und da hat es auch nicht gestunken. Und bei allen, die einen Fettabscheider haben, haben wir was gemessen. Geruch. So, das heißt, der Worst Case wäre gewesen, Fettproblem habe ich ja nicht. Jetzt definiere ich allen einen Fettabscheider, weil ich Gleichbehandlungsgrundsatz machen will. Und auf einmal habe ich überall ein Geruchsproblem. Da habe ich mir eigentlich, dadurch, dass ich alle gleich behandeln will, ein größeres Problem gemacht, als ich vorher hatte. Mhm. Aber es bedeutet ja nicht, dass alle die gleiche Größe hatten und alle gleich viel Fett eingeleitet haben bzw. abgegeben haben. Nee, ist richtig. Aber sag mal, wenn ich jetzt mit dem Status quo kein Problem habe in meinem Netz, warum soll ich denn jetzt da nur, damit alle gleich behandelt werden, auf einmal allen einen definieren? Das mögen andere anders sehen. Ich persönlich würde da pragmatisch vorgehen. Okay. Ja. Wenn ich jetzt aber ein Geruchsproblem habe, jetzt stell dir mal vor, ich habe einen Einleiter, ein großes Hotel, das pumpt bei mir über ihre Hebeanlage gammelndes Wasser ein und es stinkt. Kann ich verschiedene Sachen machen. Ich könnte eine Chemikalie zudosieren in den Fettabscheider. Ich könnte Filter einbauen in die Kanalschächte, wo es stinkt. Ich könnte definieren, dass das Wasser auf andere Art betrieben wird. Ich könnte einen häufigen Reinigungszyklus festlegen, obwohl das die geringste Möglichkeit ist, weil meistens 3 Tage nach der Reinigung es wieder stinkt wie vorher. Was ist eigentlich, wenn ich eine abflusslose Grube einfach baue, wo ich nur mein fetthaltiges Abwasser reinführe? Also ich kenne das so, zum Beispiel, ich habe schon mal einen Imbissbetrieb gesehen, der hat da einfach eine abflusslose Grube neben sich stehen und hat da einmal sein gesamtes Abwasser reingeführt. Da war auch eine fette Fettschicht drüber und das wird dann immer einmal die Woche abgefahren. Ja, es gibt ja verschiedene Regelungen in dem Zusammenhang, rollender Kanal zum Beispiel, ne? Also das gibt es zum Beispiel hier in Baden-Württemberg an verschiedenen Stellen, wo ich ja jetzt lebe. Da werden bestimmte Außenhöfe zum Beispiel über dieses Thema rollender Kanal angebunden. In Innenstadtbereichen ist das aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen nicht praktikabel. Erstens, weil ich natürlich dann wieder einen Überwachungspunkt habe, den ich auch dementsprechend überwachen muss, ne, als Betreiber vom Kanalnetz, weil ich ja hoheitlich für die Abwasserentsorgung zuständig bin. Zweitens habe ich natürlich dann wieder Verkehr und so weiter in der Großstadt, irgendwelche Autos, die dann da rumfahren und in Anführungsstrichen Scheiße durch die Gegend fahren, was natürlich auch nicht im Sinne des Betrachters ist. Dafür haben wir ja einen Anschlusszwang und ein Kanalnetz. Und ja, auch einfach, das kann ja auch missbraucht werden, ne, dieser Ablauf. Das muss ich ja ständig überwachen, dass das auch abgefahren wird, das Wasser. Ne? Okay. Aber es gibt in Außenbereichen zum Beispiel, das nennt sich dann rollender Kanal, habe ich schon erlebt und da wird das so praktiziert. Wird aber dann auch übrigens bei diesem rollenden Kanal, wo man macht, oft wieder ins Kanalnetz irgendwo eingespeist. Durch eine Einspeiseanlage habe ich auch schon gehabt. Fäkalannahmestation. Genau, dann hast du das Problem, dass dieses fäkalhaltige Wasser dann natürlich auch wieder im Netz unterwegs ist und dann natürlich noch in Anführungsstrichen gefährdeter ist dann. Weil so eine Grube zu entleeren, da ist schon, wah. Ja. Ja, ist ganz normal, ne? Also ich bin auch in einem Haus groß geworden, wo wir noch eine abflusslose Grube hatten. Ja gut, wenn das zur Kläranlage gefahren wird, okay. Ja. Dann ist es auf der Kläranlage. Da kann man das nur akzeptieren. Aber ich kenne zum Beispiel in mehreren Großstädten, da gibt es verschiedene Annahmestellen im Kanalnetz. Und da wird das dann eingepumpt. Und da hat man natürlich dann das Problem, dass sich noch eine Weile durchs Kanalnetz bewegt, das Wasser. Also ich kenne das so, bei mir ist das so, da werden Fäkalannahmestationen geplant und von dort aus, ich weiß nicht, es ist meistens immer ein kurzer Weg bis zum nächsten Pumpwerk, was dann in der Walachei steht und dieses Pumpwerk drückt dann direkt zur Kläranlage. Ne? So kenne ich das bisher bei mir. Das ist ja dann kein Problem, das ist dann auf der Kläranlage. Ich frage es, ob es dann im Rechengebäude, wo es ankommt, ein Problem ist oder nicht. Richtig, das war ja meistens auch immer das Betriebsproblem, was ich hatte. Und dann sprechen wir über Arbeitsschutz, ne? Weil dieser rollende Kanal ist halt auch ein kompletter Anaerob-Reaktor. Da habe ich dann solche Messwerte, wo es dann wirklich gefährlich wird für Körper und Geist und Seele. Aber wir wollen ja, dass der Körper, Geist und Seele wieder auf den richtigen Pfad kommt. Klaus, wir haben ja
jetzt genügend, glaube ich, über Fettabscheider gesprochen. Ne? Mhm. Dann lass uns mal weitermachen. Wir haben schon ein bisschen Zeit rum. Lass uns doch mal durch die KA weitergehen. Also neben deinem interessanten Artikel habe ich da noch weitere Dinge gefunden. Was noch alles? Ich habe hier zum Beispiel gleich die nächste Seite. Das war hier Probenahme im Zulauf. Da ist mir wirklich neulich was über den Weg gegangen. Die Geschichte wollte ich mal erzählen. Also wie wirklich Probenahmen im Zulauf erfolgen müssen. Und zwar, also es gibt manche Kläranlagen, die leiten ihr Zentrat nach der Zentrifuge wieder in den Zulauf der Kläranlage oder zum Zulauf. Und wenn ich denn dort meine Messstellen habe, führt das zu extremen, ja, Messfehlern. Und dann sieht meine Kläranlage auf einmal so groß aus oder müsste so groß bemessen werden, dass es eigentlich, ja, schlecht ist, dass es in den Zulauf gelangt. Kennst du das? Also soweit ich das weiß, ist das nicht manche Kläranlagen, sondern alle Kläranlagen haben dieses Problem. Das Prozesswasser aus dem entwässerten Schlamm natürlich irgendwo wieder nitrathaltig zurückgeführt wird. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass dieses entwässerte Wasser natürlich Nitrat enthält. Das ist ja das, was die Bakterien einmal rausgezogen haben, was dann im Ammonium, das quasi die Abfall der Bakterien, wieder nach vorne reingespielt wird. Wenn man das 1:1 vorne reinspielt, hat man natürlich das Problem, dass es Spitzen ergeben. Deswegen verteilen die Kläranlagen das meistens über den Tag verteilt zurück. Haben die solche Prozesswasserspeicher, beziehungsweise was auch ist, dass man heutzutage Prozesswasserbehandlungen mit auf der Kläranlage vorsieht. Gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Prozesswasser speziell behandeln kann, damit diese Spitze, die du gerade bestimmst, nicht entsteht. Also ich kenne das. Anamox-Verfahren gibt es da, was ich jetzt kenne, zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Verfahren, die genutzt werden, um genau diese Spitzen nicht auftreten zu lassen. Also ich kenne das so nicht, dass es direkt in den Zulauf gegeben wird, wieder das Zentratwasser, sondern eher ins BOP, in die Deni-Phase, also da in den Wasserkreislauf der Kläranlage zurückgeführt wird und nicht direkt im Zulauf. So kenne ich das. Ich habe bisher zwei Kläranlagen gesehen, wo es im Zulauf zurückgeführt wurde, zumindest von dem ich erfahren habe. Die Frage ist ja, wenn der Zulauf eine Vorklärung hat, dann würde ich es auch nicht im Zulauf reinbringen. Es gibt aber mittlerweile auch viele Kläranlagen, die gar keine Vorklärung mehr betreiben, wegen dieser ganzen Nitratabbaugeschichte. Und dann ist der Zulauf ja quasi der Zulauf zum Belebungsbecken. Also das hängt immer drauf an. Ich spreche jetzt aber vom Zulaufbauwerk vorm Rechen. Oder Zulauf direkt hinterm Rechen, wo die Messsonden in der Regel sind. Und dann hatte ich da auch noch das Betriebsproblem. Da wurde dieses Zentrat praktisch im Zulauf reingegeben, also direkt beim Rechen. Und dann war danach ein Sandfang, ne, kennst du ja auch. Sand- und Fettfang, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fettabscheider. Und da gab es eine extreme Schwimmdecke voll Schlamm. Da wurden die machen normalerweise, nehmen die Polymere halt zum Eindicken und zu der besseren Entwässerung von dem Schlamm. Und da haben sich teilweise Polymere wieder durchgezogen aus dem, so erklären die sich das. Na, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ihr könnt das ja vielleicht auch mal in die Comments schreiben, ob ihr ähnliche Betriebsprobleme habt auf der Kläranlage. Und dann hat sich das Zentrat von der Zentrifuge, was dann wieder im Zulauf zugegeben worden ist, wo noch restliche Bestandteile von Polymeren sind, bin dann so das Fett oder führen dann zu einer Schwimmdecke im Sand- und Fettfang. Hast du davon schon mal gehört? Bin ich zu wenig Experte für. Ich kenne das, wenn man Sulfid in eine Kläranlage einleitet, dass du halt so eine graue Schwimmschlammdecke bekommst. Aber warum das so ist, da kann ich nur sagen, da bräuchte man mal einen Experten, der uns dazu was sagt. Also wenn ihr Experte seid für Prozesswasserbehandlung und Nitrit, Ammoniumrückführung, aus der Klärschlammentwässerung oder aus dem Faulturm, dann ja, schreibt uns doch mal. Und ja. Seid ihr herzlich eingeladen. Also wer von euch, ich habe ja bei den jungen DWA, sieht man ja immer in der Runde, gibt es manchmal so Fragen, wo ich manchmal denke, boah, wir sind doch hier junge DWA und da kommen dann manchmal Fragen rein, wo schon in die Richtung gehen, wie du das gerade beschreibst, wo ich dann manchmal denke, boah, das ist ja schon kompetente Leute, ne? Aber das wäre zum Beispiel mal interessant, dass wir da mal jemanden hätten, der uns dazu Lust hat, was zu erzählen. Also schreibt uns einfach oder bei Instagram oder bei YouTube einfach Kommentare reinstellen, wenn ihr meint, ihr kennt euch da gut aus. Ja. Ja. Hast du noch weitere interessante Artikel gefunden? Ja, ich muss jetzt gestehen, ich habe meine KA irgendwo hier in der Tasche oder im Auto liegen lassen. Weißt du, was ich noch gesehen habe? Das fand ich so faszinierend, auch wenn es irgendwie so russisch aussieht, aber... Siehst du das hier gerade? Katzen? Nee, was ist das denn?
Ja, warte mal, ich lese das mal ganz kurz vor. Und zwar hat er seine, ich sag mal, aus Guss befindlichen Rohre, die korrodiert waren, ähnlich wie in der Automobilindustrie, mit Harzen. Also hat einen Fließstoff genommen. Also normalerweise laminiert man mit Epoxidharz und Glasfaserkunstmatten in der Automobilbranche. Müsstest du ja kennen, du kommst ja ehemalig aus der Automobilbranche. Ja, da haben wir sowas aber nicht gemacht. Achso, okay. Ihr habt euch eher mit Neuwagen beschäftigt, okay. Und er hat das jetzt einfach abgewandelt. Metall und Plastik. Plaste. Achso, keine Oldtimer. Keine Oldtimer-Wagen als Neuwagen gebaut. Okay. Wenn du Trabis damit meinst, die wurden aus, aus der TGL-Norm. Und er hat das abgewandelt. Nimmt auch wieder Epoxidharz zum richtigen Festhaften und nimmt dann Fließstoff irgendwie aus dem Supermarkt. Und dann sieht das so aus. Sieht zwar wirklich nicht schön aus, siehst du das? Mhm. Aber es hält dicht. Und das schon seit mehr als 5 Jahren steht hier drin. Das fand ich irgendwie, also falls ihr irgendwie Lochfraßkorrosion oder sowas habt an irgendwelchen Gussleitungen, Edelstahlleitungen, probiert das mal aus. Ich bin gespannt, was passiert. Kann auftreten bei Fettabscheidern. Entlüftungsleitungen, die können so korrodieren. Ey, dann nimm doch einfach nächstes Mal Epoxidharz und so einen Fließstoff und klebt das einfach rüber. Ja, oder ich nehme Bravo-Liner und drücke den Bravo-Liner rein. Bravo-Liner ist übrigens, gibt auch andere Liner-Systeme, aber das auch. Also es ist nicht die Bravo-Zeitschrift? Nee. Okay. Wird mit W geschrieben anstatt V. Ach so. So, was haben wir denn noch Interessantes hier gefunden, Klaus? Das war's, glaube ich, hier zumindest aus der Betriebsinfo. Hast du noch was anderes Interessantes gefunden? Ganzheitliche Generalentwässerungsplanung, Klaus. Ja, das haben ja die Kollegen aus Jena, haben das ja quasi, da haben wir ja beim letzten Mal schon vom Herrn Waschina in der KA, der hat ja damals schon berichtet davon. Das ist jetzt ein näherer Artikel, wie das genau gelaufen ist. Es war auch eine Masterarbeit vom Herrn Kölner aus Jena. Und der hat ja dort quasi nicht nur die hydraulische Berechnung seines Kanalnetzes gemacht, sondern auch das Kanalnetz biologisch simuliert. Ne? Was passiert mit dem Abwasser, während es vom Einleiter bis zur Kläranlage fließt? Und wo entstehen vielleicht biochemische Probleme? Ne? Also auch vielleicht Faulgase und andere Effekte, die man da im Kanalnetz noch nicht haben will. Das ist ja der Hintergrund, dass früher hast du halt viel mehr Frischwasser im Abwasser gehabt. Und heute ist das Wasser einfach viel, ist die gleiche, in Anführungsstrichen, Scheiße im Abwasser, aber weniger Frischwasser dazu. Und das führt natürlich dazu, dass das Wasser unterwegs schon reagiert, ne, miteinander. Mhm. Ja, und das hat er simuliert fürs ganze Kanalnetz von der Stadt Jena, glaube ich. Das heißt, deswegen hat er es ganzheitlich genannt. Es wurde soweit ich das gelesen habe, wurde der Generalentwässerungsplan überarbeitet und dann wurde gleichzeitig noch bei dieser Überarbeitung biologisch simuliert, wie das funktioniert, wie da also eine Schwefel-Wasserstoff-Bilanz gemacht, glaube ich, Sulfid-Bilanz, ne? Nennt man das. Das habe ich hier noch Interessantes gefunden. Was ich noch hier gefunden habe, ist Professor Barienbruch, mit dem bin ich ja hier groß geworden. Mhm. Lehrt ja an der TU Berlin und ist Vorsitzender unseres Landesverbandes Nordost. Der wird 60 in diesem Monat, am 28. Juli. So alt ist der schon, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der ist noch viel jünger. Der wirkt viel jünger irgendwie. Ja, das stimmt. Den können wir doch mal einladen, oder? Den könnten wir mal einladen. Der ist bestimmt lustig zuzuhören. Ja. Der ist auch extrem kompetent. Hast du eigentlich eine Vorlesung bei ihm gehabt eigentlich? Ich habe keine Vorlesung bei ihm gehabt. Jetzt ich war mal bei der Vorlesung. Reinsetzen können. Also ja, ich habe mich mal reingesetzt bei ihm. Also ich habe mal eine Vorlesung von ihm gehört. Aber jetzt mittlerweile höre ich ja jedes Jahr mehrere Vorlesungen von ihm. Wieso mehrere? Ja, bei den Landesverbandstagungen. Ach so. Wenn du das als Vorlesung siehst, dann ja. Private. was ich hier noch interessant Wasser, okay. Was ich hier noch interessant fand, zumindest, dass jetzt die Lagervollzugshinweise zur Klärschlammverordnung veröffentlicht worden sind. Also das gebe ich nochmal an alle Betreiber raus, alle, die sich damit beschäftigen, Klärschlamm. Es ist jetzt ein Fragenkatalog aufgekommen, wo die wichtigsten Fragen drin stehen, ne? Für Klärschlammerzeuger, Verwender, Verwerter und so weiter. Kann ich nur noch mal empfehlen. Dann sind hier noch verschiedene Statistiken abgebildet dazu. Da kam da so ein richtiger Artikel, den kann ich echt empfehlen. Klaus, das interessiert dich nicht? Na, das Problem ist, dass ihr im Norden, wo du jetzt unterwegs bist, so klärschlammaffin seid und bei uns ist das schon lange kein Thema mehr.
Ist echt so, ne? Ihr beschäftigt euch so eher mit dieser Desinfektion, ne? Vierte Reinigungsstufe. Ja, das hat einfach damit zu tun, weil diese Problematik der Klärschlamm Versorgung einfach bei uns nicht so gegeben ist, ne? Weil wir einfach nicht solche Großbetriebe haben, Landwirtschaft betreiben und wir einfach schon vor langer Zeit nicht mehr die Flächen hatten und auf biologischen Anbau gesetzt haben, wo dieses ganze Thema Klärschlamm auf die Felder bringen schon da nicht mehr aktiv war. Und deswegen, das hat man im Norden halt länger noch gemacht, weil die Flächen vorhanden waren und das ist aber hier unten nicht der Fall. Deswegen hat man sich über dieses Thema viel früher schon gekümmert. Wir machen jetzt einen Quiz, Klaus. Okay. So, hier stehen ja Daten, Fakten, Zahlen drin. Ne, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, so, das habe ich neulich gelernt. Und zwar, also übrigens ein Shoutout an René. Ne? Und zwar Klärschlammentsorgung 2018. An Sascha meinst du? Nee. An René? Okay. Ja, der hat mir ZDF gelernt. Ach so. Gut. Zahlen, Daten, Fakten. Kennst du auch, du bist ja Volkswirtschaftler, ne? Mhm. Kennst du auch den Kostenblock der EDA-Kosten? Nein, darüber haben wir schon so etliche Male diskutiert. Klaus, komm. So, weiter. Also Klärschlammentsorgung 2018 in Anteilen. Was denkst du, 2018, wie viel Prozent, also insgesamt sind es 1,7 Millionen Tonnen Ahnung. Klärschlamm, wie viel Prozent werden durchschnittlich in Gesamtdeutschland landwirtschaftlich verwertet? Von diesen gesamten? Von 1,7 Millionen Tonnen, ja. Wie viel Prozent Landwirtschaft? 33%. 16% in Gesamtdeutschland. Okay. Ich hätte gedacht, das ist in Norddeutschland noch viel mehr und deswegen hätte ich gedacht 16%. In Süddeutschland so. Hätte ich gedacht, rein Süddeutschland hätte ich gesagt 5%. So, und jetzt kommen wir zu den Bundesländern, wo ich hauptsächlich unterwegs bin. Mecklenburg-Vorpommern 33%. Landwirtschaftlich? Hm? 2018? Hm? Nee, soll ich sagen? 57%. Okay, das hätte gesagt, weißt du, 57 da im Norden und 5% im Süden, dann kommt 33% raus. Aber naja, lag ich falsch. Ja, ihr habt ja viel größere Mengen. Ey, weißt du, ich habe meiner Tochter Schnick, Schnack, Schnuck beigebracht. Na? Weil du jetzt gerade so Ratespiel machst, ne? Ich habe ihr Schnick, Schnack, Schnuck beigebracht. Weißt du, wie süß das ist, wenn sie Papier macht? Oder Schere, wenn sie versucht, die Schere zu machen mit zwei Fingern und dann die Schere nicht hinkriegt. Weißt du, wenn du versuchst, Spock zu machen, kannst du Spock eigentlich? Also nee. Hier diese Live Long and Prosper. Das ist doch East und West Coast, oder nicht? Ihr könnt das nicht sehen, aber Daniel kann das nicht. Ich kann hier Spock. Und weißt du, wenn so ein dreijähriges Kind versucht, Schere zu machen, ne? Klaus, ich will ja nicht auf die Zeit drängen, aber ich muss los. Alles klar. Ja, ist mir schon klar, du bist mit der Frau verabredet und dann kriegst du zu Hause Probleme, ist mir schon klar. Aber ich wurde auch schon zweimal angerufen hier nebenbei, wo ich dann bleibe. Von daher hätte ich gesagt, wir haben noch genug gequatscht jetzt, oder? So sieht's aus. Wir müssen noch teasern. Wir müssen noch fürs nächste Mal teasern. Ich gehe jetzt übrigens noch in die Sneak Preview. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörer das kennen. Es wird immer so ein Überraschungsfilm dann eingeblendet im Kino. Kinos haben wir jetzt wieder offen. Und dann lassen wir uns immer überraschen, was für ein Film. Ja, aber kam das schon mal vor, dass ihr da rein seid und sagt, den Film gucke ich mir nicht an? Gibst du wieder rausgehen? Nee, man quält sich dann durch, ne? Ja, aber wenn da so ein Horrorstreifen kommt? Ja, das ist für mich okay. Wenn da zum Beispiel ein Alien oder so, also sowas in der Qualität kommt? Nee, sowas kommt da nicht. Es ist immer schon ziemlich human. Ich kann immer keine Horrorstreifen sehen. Ich bin so ein... Ein Schisser. Ich bin ein Schisser und ich bin eher so ein Schnulzen-Fan. Aber ich finde krass, dass du trotzdem in Fettabscheide reinguckst dann. Gut. In diesem Sinne. Klaus, willst du noch irgendwas teasern? Also ich kann bloß nochmal einen fetten Dank aussprechen an die Community, 150 Follower. Wir bedanken uns recht herzlich. Ja, folgt uns weiterhin, unterstützt uns, sagt euren Kollegen Bescheid, euren Nachbarn, keine Ahnung, all diejenigen, die sich mal mit Abwasser in Verbindung setzen möchten. Sonst fehlt die Hotline, Instagram, Abwassertalk. Ja, Leute, unsere Südseeinsel, die funktioniert nur, wenn wir hier 1 Million Follower haben. Also, ihr müsst uns alle followen und liken. Und ja, wenn nicht, dann machen wir es halt weiter so und sind arm dran. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Das Wasser fließt immer bergab, Daniel. Panther Reh. Also, ciao, Leute. Ciao.